Hallo meine Lieben, ich befinde mich gerade in meinem Ankleidezimmer. Wir fahren nämlich heute nach Köln zur Gamescom, weil wir wurden eingeladen, also mein Freund und ich und mein kleiner Bruder kommt auch noch mit. Der ist allerdings schon dort. Nein, ich war noch nie da, ich wollte eigentlich schon immer mal hin, aber es ist halt ziemlich weit weg, weil wir wohnen in Dresden. Das ist echt nicht gerade nah. Ich bin so müde, ich habe so Augenringe. Ich würde am liebsten nochmal ins Bett gehen. Wir haben es jetzt gleich um 9. Ich bin schon um 7 aufgestanden. Wir waren gestern noch beim Geburtstag. Feier. Wir sehen uns gleich im Auto wieder. Ich bin so doof. Ich habe den Milchshake ausgeschüttelt. Das ist echt eklig. Jetzt bin ich noch. Ey, 9,90 Euro.
und wir sind übelst fertig, alle, weil es einfach mega anstrengend war. Und dieses Hotel ist einfach so schön. Das müsst ihr euch einfach mal reinziehen, das ist so geil. Ich liebe dieses Bild. Und morgen geht's wahrscheinlich schon wieder weiter. Noch eine Runde. Oh. Ich weiß gar nicht, gehen wir noch was essen? Ja, wie viel Geld haben wir eigentlich noch? 5 Cent. Und ich habe die Kelly gesucht und die stand so fast neben mir, vielleicht, keine Ahnung, 20 Meter weg und ich habe sie nicht gesehen. Und ich hätte so gerne Hallo gesagt. Emil hat Simon Unge getroffen. Ach Mann, oh, mir ist langweilig, warum liegt ihr jetzt alle hier rum? Wir haben uns Pizza gekauft, die richtig dick macht. Ist doch so, Pizza macht dick. Dich und ich. So, wir haben jetzt am nächsten Morgen und haben uns entschieden, dass wir doch nicht mehr zur Gamescom gehen, weil es erst Tickets ab 14 Uhr gibt und wir immer noch nach Hause fahren müssen und das einfach zu lange dauern würde. Was? Auf jeden Fall machen wir jetzt erstmal los, gehen erstmal frühstücken schön und fahren dann nach Hause. Ich denke mal, der eine Tag hat aber auch vollkommen ausgereicht. Hier ist nochmal das Hotelzimmer im Hellen. Das sieht dann viel schöner aus. Wir laufen gerade zur Gamescom Festival. So, ich spiele nebenbei Pokémon und trinke mein Slushy, wollte ich gerade sagen. Mein Smoothie. Nee, nicht mal. Es ist nicht mal ein Smoothie, es ist ein Milchshake. Die Jungs haben jetzt doch noch was zum Zocken gefunden. Na, ist doch schön. Wieso sehen deine aus wie Elvis Presley? Wir haben uns jetzt entschieden, dass wir nochmal zum Kölner Dom laufen. Hey, nicht randalieren, Kevin. Ist euch irgendwann aufgefallen, dass ich irgendwie hinter jedem Satz, den ich sage, lache? Das Zeug von nein. Ich möchte damit nur ablenken, dass ich nicht lustig bin. Siehst du? Oh, es regnet übelst. Ich mag Regen nicht. Da verschwinden meine Augenbrauen immer. Ja. Ja, aus wie ein Sperma. Zu Hause angekommen. Genau, ich wollte einfach nochmal abschließend was zu dem Erlebnis sagen. Ich habe noch nie so viele Rechner auf einem Haufen gesehen und dieses Feeling dort, das ist echt abgefahren. Negativ fand ich die ganzen Wartezeiten. Also mein Freund konnte teilweise nicht zocken, weil einfach mal 2 Stunden Wartezeit war bei manchen Sachen, was vorher natürlich klar war, aber wo man sich gedacht hat, das war halt einfach überall so. Du hattest kaum Sachen, die du dort zocken konntest, wo du nicht eine halbe Stunde warten musstest. Und das hätte sich einfach nicht gelohnt, denke ich. Ich persönlich hätte gerne das Virtual Reality ausprobiert, wo aber auch einfach die Wartezeiten so 90 Minuten waren oder so. Und da haben wir uns dann einfach dagegen entschieden und haben gesagt, wir gucken uns jetzt einfach das alles an. Und dafür haben wir alles gesehen und das nächste Mal vielleicht kommen wir, weil wir waren ja nur einen Tag da, kommen wir vielleicht
mal 2-3 Tage. Auch krass fand ich, was ich nicht wusste, das Ganze mit den Parkplätzen in Köln, das ist richtig crazy. Ich hätte niemals gedacht, also wirklich, ich bin noch nie in meinem ganzen Leben eine halbe Stunde rumgefahren und habe einen Parkplatz gesucht. Noch nie. Und das ist mir echt in Köln jetzt zum ersten Mal passiert. Köln und Parkplätze geht gar nicht. Ansonsten kann ich eigentlich nichts Negatives sagen. Es war nicht viel los dieses Jahr. Also ich war noch nicht da, wie gesagt, aber ich habe von vielen gehört, dass es nicht so voll war. Und ich hatte auch nicht das Gefühl, dass ich mich durchdrängen musste oder irgendwas. Es waren zwar viele Leute da, aber ich denke mal, es ging schon mal. Ja, gut. Dann würde ich mich hier verabschieden und würde mich auch über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut.